Hallo zum heutigen Vlog direkt von der Plenarsitzung. Es ist der 1. März, es ist jetzt schon später Abend gegen 21 Uhr und die Plenarsitzung ist für heute vorbei. Es ist noch parlamentarischer Abend der Polizei heute hier, speziell auch der Polizeigewerkschaft. Es finden regelmäßig immer nach Plenarsitzungen parlamentarische Abende statt, wo dann bestimmte Institutionen, Verbände, Interessenvertreter mit uns ins Gespräch kommen, um ihre Probleme und Interessen vorzutragen. Heute die Polizei und das Ganze steht natürlich auch unter einem besonders traurigen Ereignis. Die zwei Polizisten, die gestern verstorben sind im Einsatz, das hat heute natürlich auch eine Rolle gespielt. Als Landtag haben wir eine Gedenkminute gemacht zu Beginn der Plenarsitzung. Jetzt heute Abend auch nochmal gemeinsam mit den Polizistinnen und Polizisten, den beiden Verstorbenen, gedacht. Es gibt ja auch einen Spendenaufruf für die Familien. Insgesamt liegt das schon sehr auch über der Veranstaltung und den Kolleginnen und Kollegen hier, die auch erzählen, dass natürlich die Familien zu Hause sehr besorgt sind und ja, viele kannten die verstorbenen Kollegen und es ist echt sehr berührend und schlimm, was da passiert ist. Die Plenarsitzung heute hatte 13 Tagesordnungspunkte und ich kann ja zu ein paar vielleicht mal was sagen, dass man so einen Eindruck bekommt, welche Themen so eine Rolle spielen bei so einer Debatte. Wir hatten heute eine Aktuelle Stunde zum BER, also zum Flughafen. Dann ging es weiter mit touristischer Infrastruktur, die gestärkt werden sollte. Über ÖPNV und Buslinien haben wir heute gesprochen, über Livestream-Übertragung von Ausschusssitzungen. Das war heute auch auf der Tagesordnung. Das Polizeigesetz wurde diskutiert, die Zukunft der Dörfer, Entwicklung des ländlichen Raums, illegale Mülldeponien, Ultrafeinstaub und Luftbelastung beim BER und noch ein paar andere Themen. Morgen ist dann noch ein Plenartag, übermorgen noch einer. Jeden Tag sind es ungefähr um die 12, 13 Tagesordnungspunkte und dann noch dementsprechend viele Abstimmungen zu den einzelnen Anträgen. Die ganzen Tage und Wochen davor stehen eigentlich immer im Zeichen von dieser Plenarwoche, wo dann alles vorbereitet wird, wo man über die Anträge diskutiert, wo die Ausschüsse sich damit befassen und ja, wird alles sehr, sehr lange vorbereitet und dann mündet es in dieser Plenarsitzung, wo dann letztlich die Entscheidungen getroffen werden. Aber worüber ich heute vor allen Dingen sprechen will, ist, dass ich heute zwei Anfragen eingereicht hatte. Morgen kommt noch eine, zwei Frankfurter Anfragen, also mit Frankfurter Anliegen. Und ich dazu auch Antworten bekommen habe, die uns, glaube ich, sehr erfreuen werden. Die erste Antwort, die gut ist für unsere Stadt, die Museumspädagogik im Kleistmuseum. Viele kennen sie, Frau Deichau macht das dort, hat mittlerweile hunderte, tausende Schüler bei sich gehabt, an Literatur herangeführt, an Kleist herangeführt, an Museumsarbeit herangeführt und macht eine tolle Arbeit. Und ich meine, alle Schüler, die ich bisher gesprochen habe, sind begeistert von ihr. Ich persönlich auch. Und deswegen ist es mir so wichtig, dass diese Arbeit dort fortgesetzt werden kann, als außerschulischer Lernort. Und heute kam die Zusage, dass wir nicht nur eine einjährige Verlängerung, die bis jetzt Bestand hatte, bekommen haben, sondern dass wir weiterhin Frau Deichauer am Kleistmuseum haben werden und dass die museumspädagogische Arbeit fortgesetzt wird auf erstmal absehbare Zeit. Also nicht absehbare Zeit, das ist jetzt erstmal quasi sozusagen eine Verlängerung bis hoffentlich unendlich. Das wird es vielleicht nicht sein, aber zumindest steht momentan nichts anderes an für die nächsten Jahre und das freut mich sehr. Das zweite ganz tolle Ereignis heute in der Plenarsitzung war die Antwort auf meine Anfrage zum alten Kino, zum Lichtspieltheater der Jugend in Frankfurt-Oder. Ihnen geht es wahrscheinlich genauso wie mir. Es ist jedes Mal schlimm, wenn man an diesem Haus vorbeifährt. Jedes Mal blutet das Herz, dass dieses tolle Gebäude so verfällt und wir da irgendwie nichts machen können. Und ja, seit vielen Jahren versucht man da was zu tun, aber irgendwie klappt das immer nicht. Und dann gibt es neue Eigentümer und die Stadt weiß auch nicht so richtig, wie man damit umgehen soll. Und nun tat sich eine Chance auf, und zwar im Zuge dieser Fusion der beiden Landesmuseen, Cottbus und Frankfurt-Oder, zum neuen Museum. Und wir haben in der Stadtforumversammlung mit einigen Kolleginnen und Kollegen einen Antrag eingebracht, um zu gucken, ob man vielleicht diese Fusion nutzen kann, um ja, das Museum quasi zu erweitern im alten Kino. Das alte Kino reaktivieren kann, Mittel dafür generieren kann, um dort Ausstellungsfläche und das quasi als Museumsteil auch zu reaktivieren. Und damit auch wieder den Menschen in Frankfurt zugänglich zu machen und zu restaurieren und na, wieder schön zu machen. Und
Ja, heute habe ich dazu eine Anfrage eingereicht, ob denn die Landesregierung bereit wäre, uns dabei zu unterstützen in Frankfurt, ob sie diesen Weg mitgehen würde im Zuge der Fusion der Museen. Und natürlich gab es da viele Vorgespräche und in den letzten Wochen haben wir schon versucht, aber hier zu diskutieren und den Weg zu bereiten und zu gucken, kriegen wir da einen Fuß rein in die Tür. Und heute kam die positive Antwort in der Anfrage und die Landesregierung bekennt sich zu dem Museum, also zu der Museumsfusion, sie bekennt sich zum alten Kino. Sie sagt, sie hält das für eine gute Idee, das zu verknüpfen miteinander. Und wenn die Stadt die Voraussetzungen schafft, dann wäre das Land auf jeden Fall dabei und würde uns unterstützen, auch mit Investitionshilfen, also mit Geld, das wir dringend brauchen bei einer solchen Reaktivierung. Und das ist eine ganz tolle Nachricht. Und die Aussagen sind wirklich sehr weitgehend, sehr verbindlich, weitgehender, als ich es mir sogar erwartet hätte zum jetzigen Zeitpunkt. Und das freut mich total. Und jetzt müssen wir als Stadt unsere Hausaufgaben machen. Ne? Wir müssen in Frankfurt jetzt dafür sorgen, dass wir die Eigentumsverhältnisse klären. Wir müssen eine Machbarkeitsstudie, glaube ich, auch einen Auftrag geben. Da wird das Land uns gegebenenfalls auch unterstützen, haben Sie angedeutet in der Antwort auf meine Anfrage. Und ja, und dann müssen wir das im Zuge der Museumsfusion klären. Frau Krämeyer, die wahrscheinliche neue Leiterin des Museums, hat sowieso eine Erweiterung der Ausstellungsflächen angemahnt. Sie hat gesagt, na, in Frankfurt sind die Bedingungen für das Museum langfristig so ohnehin nicht tragbar. Das heißt, eine Investition wäre ohnehin notwendig. Und was ist denn besser, als jetzt die Chance zu nutzen, diese beiden Probleme gemeinsam zu lösen? Das alte Kino wieder eine Bestimmung zu geben, dem alten Kino eine Bestimmung zu geben und gleichzeitig die Museumsflächen auf den Stand zu bringen, der angemessen ist und gut ist für dieses neue Landesmuseum. Tolle Sache, hat mich total gefreut. Und da bleiben wir jetzt auf jeden Fall am Ball, in Frankfurt am Ball, hier in Potsdam am Ball und versuchen, die Entwicklung voranzubringen. Und wer weiß, vielleicht haben wir in endlich absehbarer Zeit mal eine Perspektive für dieses Haus nach all den Jahren des Verfalls. Wird nichts sein, was in den nächsten Wochen jetzt gleich passiert, aber wenn wir jetzt diese Chance nutzen und da dranbleiben, da als Verbindlichkeit herstellen und jetzt die Entscheidung treffen, das auf den Weg bringen, dann kann es schon in absehbarer Zeit sichtbare Erfolge geben und ja, und dann geht es hoffentlich vorwärts. Bin da sehr optimistisch und voll motiviert, wenn wir das hinkriegen. Ja, und ansonsten vielleicht noch eine kleine Episode. Ich habe versucht, heute im Landtag zu filmen, weil ich mir dachte, es ist vielleicht spannend, mal zu sehen für euch, wie läuft denn so eine Landtagssitzung ab. Also nicht speziell jetzt irgendwie groß Redebeiträge oder so. Das kann man ja auch im Internet dann so ohnehin nachverfolgen. Aber wie ist denn die Stimmung da so? Wie läuft das so ab? Und dann wurde es mir verboten. Und zwar verboten von der AfD-Fraktion. Die hatten nämlich Angst, dass ich etwas von denen aufnehme, was man danach gegen sie verwenden könnte oder was sie irgendwie im schlechten Licht darstellt oder so. Wobei man wissen muss, alles, was in diesem Plenarsaal passiert, wurde ohnehin vom RBB und von Kameras aufgenommen und ist ja im Livestream. Und eigentlich sage ich mir, wenn man in diesem Plenarsaal sitzt als Abgeordneter, muss man zu dem stehen, was man da tut. Weil, ne, das ist sozusagen, wird sowieso öffentlich. Aber aus irgendeinem Grund wollten die halt nicht, dass ich da irgendwas aufnehme und zumindest die aufnehme. Und das hat auch noch eine andere Geschichte, einen anderen historischen Hintergrund. Deswegen ist es eigentlich umso, entschuldige bitte, den Ausdruck ein bisschen, also umso beknackter, dass gerade die das fordern. Denn die Richtlinien für das Filmen im Plenarsaal wurden wegen der AfD verschärft. Es gab nämlich mal eine Situation, da ist irgendwie eine Kinder- oder eine Schulgruppe im Landtag gewesen und die Landtagspräsidentin war bei denen, hat die hier begrüßt und empfangen genommen und hat halt irgendwie ein bisschen mit denen gespielt und so. Und die AfD hat dann das gefilmt, heimlich, ohne dass die Präsidentin das wusste, und hat dann peinliche Szenen rausgefiltert aus dem Film und nur die gezeigt. Also wo sie da irgendwie mit denen singt oder ich weiß nicht, was sie da gemacht hat. Jedenfalls waren das ungünstige Positionen, die dann da festgehalten wurden, doch nur die, um sich lächerlich und lustig über sie zu machen. Und seitdem gilt die Regel im Landtag, wo ich mir sage, das ist eigentlich selbstverständlich, dass man nichts veröffentlicht, was andere absichtlich irgendwie in einem schlechten Licht darstellen lässt oder sich über sie lustig macht oder sie verunglimpft oder so. Das ist sozusagen die Regel, was nicht der Fall gewesen wäre bei der Aufnahme. Naja, jedenfalls habe ich jetzt ein kleines Zeitraffer-Video gemacht. Mal gucken, ob ich das hochladen kann und ob wenigstens das dann erlaubt ist. Ich hätte euch gerne ein bisschen intensiver mitgenommen in den Plenarsaal, um euch das mal zu zeigen, wie das so abläuft. Vielleicht finden wir irgendwann noch einen Weg. Wir werden sehen. So, das war's. Für heute ist schon viel zu lang geworden wieder der Vlog. Ich hoffe, es war trotzdem einigermaßen spannend für euch. Ich versuche morgen wieder zu berichten. Morgen gibt es noch eine Anfrage von mir zum Kalibnich-Gymnasium und dem Unterrichtsausfall im Mathematikbereich. Auch ein wichtiges Thema. Mal gucken, was der Minister uns da sagen kann und ob wir das Problem auch gelöst bekommen. Das wäre auch noch sehr erfreulich. Dann wäre das eine
schon mal für Frankfurt zumindest sehr gute Landtagssitzung gewesen. Soweit, lasst es euch gut gehen, bis bald.